Chomsky-Normalform, das ist auch eine kontextfreie Grammatik. Und mit einer Einschränkung an die Regelmenge, das ist sozusagen etwas ähnlich, wie wir das eben gerade hatten, dass die rechte Seite nur aus Variablen besteht. Aber in diesem Fall darf die rechte Seite nur aus genau zwei Variablen bestehen. So, also eine kontextfreie Grammatik ist in Chomsky-Normalform, wenn das Folgende gilt. G hat nur die Regeln der Form oder hat nur Regeln der Form A geht über nach BC. BC sind auch Variablen. Oder A geht über nach klein a. Also rechts steht nur ein Terminal oder genau zwei Variablen. So, zusätzlich darf noch das Epsilon irgendwie mit drin sein. Und man kann jede kontextfreie Grammatik in diese Form überführen. Was meinen Sie, wofür man sowas brauchen könnte? Warum macht man so eine Normalform von so einer Grammatik? Also was uns später oder was uns ja generell interessiert, wir haben eine Sprache, nennen wir die Sprache L. Wir haben ein Wort W und interessiert die Frage, ist W ein Wort dieser Sprache oder nicht? Als Anwendungsfall nehmen Sie, L ist die Sprache der gültigen C-Programme. W ist ein Programm, was Sie geschrieben haben. Ja, und Sie möchten wissen, ob dieses Wort ein Wort der Sprache ist. Soll heißen, ist W ein gültiges C-Programm? Also beispielsweise beim Compilen. So, jetzt stellt sich die Frage, wie haben wir denn die Sprache vorliegen? Stellen Sie sich vor, Sie haben die Sprache vorliegen, liegt als kontextfreie Grammatik vor. So, und der Anwendungsfall oder der Nutzen dieser Chomsky-Normalform ist einfach, dass wenn ich nur Regeln diesen Typs habe, dass ich viel einfacher einen Algorithmus entwickeln kann, um genau diese Frage hier zu beantworten. Ja? Also Einsatz von dieser Chomsky-Normalform ist an dieser Stelle, ich möchte diese Frage beantwortet wissen, gehört ein Wort zu einer Sprache und ich habe die Grammatik als oder die Sprache halt als Grammatik vorliegen. Die Chomsky-Normalform macht dieses Wortproblem, das hatten wir in L3 schon betrachtet, da haben wir uns gar nicht dafür interessiert, machen wir das jetzt mit der Grammatik, weil da haben wir den Zusammenhang hergestellt zwischen der Grammatik und den endlichen Automaten und haben gesagt, so zur Beantwortung des Wortproblems nehmen wir immer den endlichen Automaten. Da stecken wir das Wort einfach rein und er liefert uns hinterher einen endlichen Zustand, einen finalen Zustand oder nicht. Das können wir hier nicht machen. Wir werden hier für diese kontextfreien Grammatiken auch einen Automaten angeben, ja. Der ist nur immer nicht deterministisch. Ja, darum können wir das Wortproblem nicht mit dem Automaten lösen. Und da muss man sich was anderes einfallen lassen. Und da werden wir hier einen Algorithmus anwenden. Das ist der CYK-Algorithmus. Mit dem werden wir das Wortproblem lösen. Und der erfordert gerade die Chomsky-Normalform. Ja, also, Anwendungsfall Chomsky-Normalform. Wir wollen letztendlich vereinfachend oder vereinfacht die Sprache analysieren.